Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Pharao Let's Plays. Ja, die letzte Folge ist schon wieder ein paar viele Tage her. Wir sind ja hier in Abu und haben eigentlich nicht mehr viel zu tun. 25 von 30 Kultur, 25 von 30 Wohlstand. Das heißt, wir benötigen noch ein paar bessere Häuschen und wir benötigen bei der Kultur waren es Jongleure. Naja, ich glaube, das bekommen wir hin, oder? Ja. Genau, dieses Video nehme ich... Ach halt, stopp. Bevor ich jetzt hier wieder damit anfange, natürlich das Zitat noch, ganz wichtig. Das Thema ist Zögern und das Zitat stammt von Gotthold Ephraim Lessing. Sollte ja vielen bekannt sein, denke ich doch. Und das Zitat lautet, wer überlegt, der sucht Beweggründe, nicht zu dürfen. Ja, das Thema Zögern ist, glaube ich, ein sehr gutes, denn... wie ich ja schon vorher anfangen wollte, ich nehme dieses Video am Sonntag auf, und zwar Sonntag, den 19. Mai. Und es wird ja am nächste Woche Samstag, am 25. Mai, rauskommen. Das heißt, ein Tag vor der Europawahl, zumindest die Europawahl in Deutschland. Denn in den anderen Staaten, wie, ich weiß gar nicht wo, Zypern, keine Ahnung, irgendwo wählt man ja schon eher. Ich glaube auch in Tschechien, nein, ich weiß es gar nicht. Ist eigentlich auch egal. Wenn ihr aus diesen Ländern zuseht, tut es mir leid. Ihr habt eure Wahl schon durch. Ja, sorry. Ja, zögern mit der Europawahl, genau. Seitdem es die Europawahl gibt, ist die Wahlbeteiligung stetig gesunken. Im letzten Jahr europaweit auf, also im letzten Jahr im Sinne von 2014 bei der letzten Wahl, so war das gemeint. Ich glaube, 44%, 42%, 46%, also jedenfalls unter 50%, glaube ich. Deutschlandweit lag die auch noch knapp unter 50, glaube ich. Also es war ein bisschen besser als der Durchschnitt, aber auch nicht wirklich viel. Also, ja. Und gut. Ja, womit hat das zu tun? Natürlich, die meisten Leute denken, ja, was geht uns denn Europa an? Wir leben hier in Deutschland oder im Land XYZ. Ist aber ein völliger Irrglaube. Ich glaube... zumindest was die jüngere Generation betrifft, der Artikel 13 hat deutlich gemacht, was uns denn Europa angeht, nämlich sehr viel. Denn hätte es weniger Abgeordnete von den Parteien gegeben, die dafür gestimmt hätten, hätte das ganz anders aussehen können. Natürlich, das wusste man vor 5 Jahren noch nicht so in der Art, dass das dann mal so heftiger wird mit der Urheberrechtsreform und der Debatte und allen möglichen Sachen, die dazugehören. Das ist ja jetzt auch schon wieder 2 Monate her. Ich erinnere nur an den 23.03. Ein sehr wichtiger Tag. Und ja, also das nur mal dazu, ja. Ja. Natürlich, ich kann euch jetzt, beziehungsweise werde euch jetzt nicht sagen, hier wählt die und die Partei. Allgemein möchte ich sagen, geht wählen. Und natürlich kann ich jetzt ein bisschen so meiner Meinung nach, also wir haben ja Meinungsfreiheit alles, ein bisschen so was zu den... größeren Parteien sagen, zumindest zu denen, die sich doch vielleicht auch in letzter Zeit nicht gerade so von der besten Seite gezeigt haben. Oder allgemein natürlich ein bisschen was zu den Parteien, die man denn wählen kann. Es gibt 41 Parteien, die man wählen kann. So, das war jetzt eine kurze Unterbrechung natürlich, denn es war in der letzten Folge oder vorletzten Folge, glaube ich, und so mit Camtasia gab es da ja Probleme beim Aufnehmen. Ich habe jetzt mal endlich den Temp-Ordner gewechselt und ich hoffe, dass es jetzt passt. Denn meine C-Partition ist scheinbar schon zu voll, um ein bisschen Video aufzunehmen. Naja, so. Wo war ich? Ist wirklich eine gute Frage. Ja, also es ist ja so, natürlich nicht jeder wählt hier 4, 5 Sachen oder irgendwas. Also klar, in, ich glaube in Bremen oder so gibt es noch eine Stadtrats, also sowas wie eine Landtagswahl eigentlich mehr oder weniger. Also ja, wie auch immer. Es ist ja von Bundesland zu Bundesland wirklich unterschiedlich, was gewählt wird. Aber allgemein geht natürlich, klar. Die gute CDU und die SPD, die haben sich ja, zumindest was uns Jugend betrifft, von der besten Seite gezeigt. Nicht. Ja, ich meine jetzt wieder Artikel 13 natürlich, aber es geht eben nicht nur um Artikel 13, es geht auch um unterschiedlichste andere Sachen. Das wäre zum Beispiel der Klimaschutz. Ja, für viele wahrscheinlich schon ein leidiges Thema.
da so viele Leute darüber berichten, aber es ist auch einfach wichtig. Denn es gibt eine Uhr, ich hoffe mal, ich denke daran, das hier einzublenden, die tickt. Man kann berechnen, wie viel Tonnen CO2 oder Gigatonnen, eigentlich ist egal, wie viel Tonnen CO2 in der Luft die Temperatur um so und so viel Grad, also die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um so und so viel Grad Celsius erhöhen. Und wenn man sich auf sehr viele Wissenschaftler bezieht, ist es so, dass ab einer durchschnittlichen Temperaturerhöhung von 1,5 Grad die Klimaerwärmung nicht mehr zu halten ist. Das heißt, egal was man da macht, dass wenn man sagt, von jetzt auf gleich, von einem Tag auf den nächsten, alle Kohle, Öl, was weiß ich, was für fossile Brennstoffe, die es gibt, Erdgas eigentlich auch noch, sofort einzustellen, dass auf der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland, auch in den USA, in China, in Indien, in Großbritannien, in Frankreich, was weiß ich wo, von jetzt auf gleich. Selbst wenn man das machen würde, wäre es zu spät. Und diese magische 1,5 Grad Grenze ist eigentlich schon, diesen Berechnungen zufolge, in 8 Jahren erreicht. Überlegt euch das mal, ja? 8 Jahre. Es gibt auch noch eine zweite Grenze, das ist die 2 Grad Grenze, wo dann wirklich noch einmal große Veränderungen spürbar sein sollen. Ist auch was so wirklich, ja, dieser Sound ist, weil da unten irgendwelche Krokodile gerade versucht waren zu getötet zu werden. Wenn diese 2-Grad-Grenze erreicht ist, ja, dann gibt es nochmal große Änderungen. Und die soll in, jetzt müsste ich lügen, 23 Jahren. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe mir auf jeden Fall diese 8 Jahre, habe ich mir gemerkt, weil die halt wirklich zum einen eher sind und zum anderen prägnanter sind. Weil, klar, 8 Jahre, überlegt mal. Klar, es gibt wieder die andere Theorie, dass, ich weiß nicht, 2023 oder so ein Asteroid uns sehr nahe kommt, wie auch immer. Oder war das 28? Dann ist aber erst die Klimaerwärmung so weit fortgeschritten. Also von daher, ich weiß nicht, wann dieser komische Asteroid an einem Freitag, den 13. uns sehr nahe kommt. Ist eigentlich auch erstmal egal. Aber um zurückzukommen, ich bin schon wieder zu weit abgeschweift. Abgeschwiffen. Abgeschweift, ja. Ja. Die Klimaerwärmung. Denn natürlich diese ganzen Fakten, die es gibt mittlerweile, wie rasant das alles vorangeht, wie stark die Polkappen abschmelzen, dass das Artensterben, was weiß ich, um den Faktor 100 sich erhöht hat, dass, ich weiß nicht, pro Tag wie viele Arten aussterben und wie viele Fußballfelder oder nenne ich mal Fußballfelder eigentlich, ja, Quadratkilometer regenweit abgeholzt werden. Diese Fakten gibt es. Dazu gibt es Studien, die werden von, ich weiß nicht, wie vielen Wissenschaftlern anerkannt, also es ist eine enorm hohe Zahl. Und dennoch möchte die Bundesregierung, dass wir bis 2038, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, 2035 mit der Braunkohleverstromung aufhören. Erinnert euch? 8 Jahre, wir leben im Jahr 2019. Ja, das sind 10 Jahre zu spät. Eigentlich sind es 15 Jahre zu spät, wenn man es mal ganz hart nimmt, wenn nicht gar noch mehr. Eigentlich müsste man wirklich, na doch, so schnell wie möglich versuchen, die alternativen Energien nochmal zu fördern. Denn, klar, letztes Jahr, ich darf nicht vergessen, den Mai zu bauen, letztes Jahr gab es ja schon 40% der Energie, die in Deutschland, also das ist der Elektrizität vor allem, aber auch in der Allgemeinen, eigentlich der Energie, die in Deutschland bezogen wurden, kamen aus erneuerbaren Energien. 40%, das ist schon schön. Natürlich, das geht noch besser. Da ist nichts dem entgegenzusetzen, das stimmt. 100% wäre natürlich optimal. Ist aber auch auf der anderen Seite natürlich wieder schwer, diese Energie dann zu speichern. Natürlich, die Kritiker sagen, ja, was ist, wenn nun mal die Sonne nicht scheint oder kein Wind geht? Dann gibt es immer noch Möglichkeiten. Denn, klar, man kann halt einfach, sag ich mal, 120% produzieren und natürlich dann versuchen 20% ordentlich zu speichern. Oder man geht auf Wasserkraft. Ich meine, klar, wir haben jetzt hier nicht die Niagara-Fälle oder irgendwas. Davon abgesehen, dass die sich eh jeden Monat um keine Ahnung wie viele Zentimeter abbauen. Davon abgesehen, aber ich meine, sicher, wir haben auch Talsperren. Jetzt vielleicht nicht in dem Maße wie das China mit dieser drei Schlucht. Es war China, oder? Ich möchte nichts Falsches sagen, aber es war doch, glaube ich, in Asien dieser riesengroße Staudamm. Doch, ich glaube schon. Jetzt war jetzt nicht so in dem Maße, aber auch wir können mit Wasserkraft Energie erzeugen. So ist es nicht, ja?
Und man kann mir nicht erzählen, dass von jetzt auf gleich einfach mal das Wasser verschwindet. Sicher Dürreperioden und die Pegelstände sind gesunken und bliblablub, aber die Stauseen sind immer noch erhalten und wenn dort Wasser abgelassen wird, weil es eben in die Flüsse geht, dann kann man dort Generatoren reinschalten. Man kann diese Generatoren noch effizienter machen. Also, da gibt es keine Ausreden, dass man sagt, nein, das sollte man nicht fördern. Und allein die Sache mit dem Wasserstoff. Es gab vor, ich weiß nicht, als ich in der, wann war das, 11. oder 12. Klasse war. Das ist jetzt, ja, noch nicht allzu lang her. Aber, muss ich mich selber überlegen, wann war das? 2015, sagen wir es mal so. Sagen wir, so vor rund 4 Jahren war das auch bei uns im Unterricht, vor allem Chemieunterricht, Debatte, Wasserstoff allgemein als Brennstoff halt zu nehmen. Da gab es halt die Wasserstoffzelle oder auch die Redox-Flow-Zelle. Da konnte man wunderschöne Elektrochemieberechnungen machen und allen möglichen Zeugs. Ja, genau, diese Zelle, die halt wirklich eigentlich bloß Wasserstoff verbrennt und Energie erzeugt, die gibt es ja. Und es ist halt so, dass es scheinbar der Wirkungsgrad oder ich weiß nicht warum. Ich habe mich da leider nicht belesen. Aber es muss halt wirklich Hindernisse geben. So denke ich mal, denkt die Bundesregierung, die halt dafür sorgen, dass diese Technologie der Wasserstoffzellen nicht weiter gefördert. Also doch, die werden gefördert. Das ist jetzt falsch zu sagen, die werden nicht gefördert. Aber nicht in einem größeren Maße gefördert werden. Denn so ist es bei uns auch. Es soll, ich glaube, in Sachsen, also klar, ich komme ja nicht aus Sachsen, aber es ist nicht weit weg bis nach Sachsen, sollen Bahnstrecken auch mit Wasserstoffzügen befahren werden. Das ist natürlich eine gute Sache. Die meisten sind ja entweder Dieselkraftstoff oder direkt ans Stromnetz angebunden. Das sind ja dann die S-Bahn und alles Mögliche. Oder auch natürlich die U-Bahn. Natürlich, auch der Strom kommt ja zum größten Teil noch aus Kohle und allen möglichen Sachen, ja. Ich meine jetzt nur, also klar, das ist ein Fortschritt, aber auch zum Beispiel das Autogas, ja, Gas, also im Sinne von Erdgas oder ich weiß gar nicht, was ist Autogas? Ist das Propan? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es kann Propan sein, ist eigentlich auch egal. Auch das ist natürlich bei der Verbrennung nicht umweltfreundlich, das ist klar. Wasserstoff wäre es, denn am Ende kommt plus Wasser raus. Wow, wie schlimm. Ja, wie auch immer. Also auch das Erdgas ist. Es gibt bei uns im Nachbarort gibt es Tankstellen, ganz normal natürlich, ja klar. Diesel und E10 und E5 führen super und Super Plus, ja, also Super 98, wie auch immer. Und es gab auch meine Erdgas-Tankstelle. Ich muss sagen, es war wirklich selten, dass man dort Autos gesehen hat. Am Anfang, als die da so eingebaut wurde, ja, okay. Aber sonst in letzter Zeit gar nicht mehr und ich weiß nicht seit, weiß nicht wie lange, ist diese Erdgastankstelle einfach geschlossen. Scheinbar eben, weil es keine Abnehmer mehr gibt. Es gab ja wirklich Hybridautos, die liefen mit Gas und mit Benzin oder Diesel. Ich denke mal eher mit Benzin, glaube ich. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Aber ich weiß nicht, ob es noch größere Hersteller gibt, die diese Autos überhaupt noch produzieren. Ich muss langsam mal dafür sorgen, dass wir hier Geschirr bekommen. Denn ja, ich habe keine Ahnung mit der Zeit. Ich habe. Na, egal. Also. Geldmäßig sieht es gar nicht gut aus. Na gut. Wir probieren es trotzdem mal, dass wir hier Ton importieren. Also, ich sag nur, es ist halt. Es gibt viele Möglichkeiten, auch die Antriebe zu verändern. Elektroautos, ja. Da gibt es auch wieder die kritischen Stimmen, die meinen, ja, wenn alle jetzt von jetzt auf gleich ein Elektroauto haben, dann bricht das Elektronetz, also das Stromnetz zusammen. Okay, erstens geht das von jetzt auf gleich sicher nicht, dass alle ein Elektroauto haben, auch wenn staatliche Subventionen natürlich existieren, die ja wahrscheinlich immer noch zu gering sind und die Akkus der Elektroautos immer noch nicht optimal funktionieren. Das stimmt, ja. Die müssen noch optimiert werden, die sind immer noch nicht perfekt. Oh, ich habe das vergessen einzustellen. Kann man sagen, was man will, ist so, okay, gehe ich auch mit. Aber dennoch, natürlich diese Kombi-Autos, sage ich mal, mit ganz normalen fossilen Brennstoffen, aber dann halt auch Elektroantrieb, die halt umswitchen können, die Hybridautos. Die sind natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Voll elektrisch wäre natürlich besser, das stimmt. Auch ich fahre kein elektrisches Auto, ja, also kein Elektroauto, ja, gebe ich gerne zu. Aber ich brauche auch kein Diesel, das ist die andere Seite, ja.
Weil ich habe einen Benziner, klar, der ist auch ein bisschen älter, aber der hat jetzt auch nicht einen Verbrauch von, keine Ahnung, 30 Liter. Na gut, Benzin haben nicht so einen hohen Verbrauch, aber auch nicht 10 Liter oder so auf 100 Kilometer, nein. Das sind, was weiß ich, 5, 6. Okay, das hat auch damit zu tun, dass das Auto nun schon 20 Jahre alt ist, davon mal abgesehen, ja. Okay. Also, was ich sagen wollte, die Bundesregierung hat es da schon ein bisschen verschlammt, eben die richtigen Entscheidungen dahingehend zu treffen, dass man eben nicht den Konzernen noch ein bisschen so Geld gibt oder, sag ich mal, die Macht überlässt oder alles so lässt, wie es beim Alten ist, eben konservativ denkt, sondern dass man halt auch in erneuerbare Energien noch mehr steckt. Ein weiterer Teil ist natürlich die Bildung. Ach so, Contaminated Water, okay. Natürlich die Bildung. Ich meine, wenn ich so an meine Zeit auf dem Gymnasium zurückdenke, wir hatten einen Raum mit einer interaktiven Tafel, der eigentlich, ich glaube, fast nie genutzt wurde. Also wirklich, doch ich glaube, ein oder zweimal waren wir drin, dann so in der 11. oder 12. Aber wirklich nicht häufiger und dann auch bloß am Ende Videos zu gucken. Also da kann ich mir auch einen Beamer und einen Laptop nehmen. Oder natürlich diese wunderbaren Mädchenschränke, wie soll man sie nennen, wo noch alte Röhrenfernseher drinne waren und noch DVD-Player und VHS-Rekorder, wo ich mir denke, wir leben im 21. Jahrhundert, verdammt nochmal. Es kann nicht sein, dass wir über SVHS-Kassetten uns irgendwelche Sachen über die Chemie ansehen. Das haben Lehrer gemacht, ja. Kann ich wirklich so sagen, wie es ist. Und das sind halt Sachen, wieso entwickeln die sich hier nicht? Ach, weil ich kein Warenlager für Töpferwaren habe, ja. Nee, doch, ich habe doch Geschirr hier eigentlich. Es ist voll, wahrscheinlich, ja. Also, das sind halt so Sachen, dass es halt sehr rückständig ist. Natürlich, Breitbandausbau, ja, da kann ich ein extra Video dazu machen, ja. Ist wieder eine ganz andere Sache. Aber ich sag nur eben, die Bundesregierung hat viel verschlammt. Und ja, vielleicht sollte man das im Hinterkopf haben. Auch wenn man, sag ich mal, jung ist. Ich kann auch zum ersten Mal das Europaparlament wählen. Ich habe natürlich auch den Landtag gewählt. Ich weiß gar nicht, wann war die Landtagswahl. Ah, jetzt müsste ich lügen, 2016. Ja, ich glaube. Und auch den Bundestag gewählt. Oder vielleicht war es so 17, die Landtagswahl ist eigentlich auch egal. Also seitdem ich 18 bin und richtig wählen kann, gehe ich auch wählen. Ich konnte auch schon vor 5 Jahren den Ortschaftsrat bei uns wählen. Da war ich 16, da ging das. Und ich werde auch dieses Jahr wieder wählen gehen. Also da gibt es keine Gründe, das nicht zu tun. Sofern man wählen kann, überlegt euch gut, wen ihr wählt. Ihr könnt den Wahl-o-mat machen, das ist natürlich eine sehr gute Sache. Und ja, natürlich könnte man jetzt wieder sagen, ja, ich wähle einfach eine Alternative zu den aktuellen Regierungsparteien. Und zwar die Alternative, die Alternative in ihren Namen hat. Ja, natürlich. Die AfD möchte eine Alternative sein. Ich glaube, zur AfD könnte ich ein extra Video machen. Ja, jetzt entwickelt sich. Ich glaube, jetzt könnte es auch bald beendet sein. Ja, ein Punkt noch. Bevor jetzt das dann doch schnell springt zum Schluss des Videos, möchte ich euch sagen, überlegt euch gut. Also, das Wichtigste ist, dass ihr wählen geht, aber überlegt euch natürlich, wen ihr wählen geht, ja? Ihr könnt natürlich auch den etablierten Parteien, also, okay, etablierten Parteien bei der Europawahl, ja, ich meine, ihr könnt jetzt natürlich auch den Regierungsparteien von Deutschland, also der CDU und der SPD, eure Stimme geben. Wenn ihr der Überzeugung seid, macht das. Es ist ja am Ende eure freie Wahl, ja? Es ist ja eine freie Wahl. Jeder hat seine eigene Meinung, jeder kann, wenn er wählen geht, seine eigene Partei ankreuzen, ja? Aber ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn man einfach mal ein bisschen reflektiert oder einfach mal hinterfragt, wofür die Parteien denn stehen und wie sehr die denn mit meiner Meinung übereinstimmen. Wenn ihr natürlich sagt, ja, der Klimaschutz ist völlig falsch und wir müssen aus Europa raus, dann wählt die AfD, dann macht das bitte. Aber ja, ich sag da mal nichts dazu, ja. Übrigens hat die AfD ja auch kurz nachdem der Wahl-o-mat draußen war, ihre Meinung zum Thema Europa-Austritt von Deutschland von, ja, wir wollen den Europa-Austritt auf neutral geändert, aber egal. Ja, ich habe jetzt viel geredet, kaum gespielt, ist auch nicht schlimm. Aber ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was aus dem Video mit.
Macht den Wahl-O-Mat, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und geht morgen wählen. Es ist wirklich wichtig. Punkt. Das müsste eigentlich jetzt der perfekte Übergang gewesen sein, um jetzt, ach Mensch, einen besseren Wohlstand zu bekommen. Die Häuser sind gerade alle wieder runtergesprungen, oder? Was brauchen die? Arztpraxis, na, das können wir doch einrichten. Na, Arztpraxis, die. Okay, hat sich erledigt. Das war's von Abu. Es waren dann, glaube ich, bloß zwei Folgen eigentlich, ja. Und natürlich, wir hören uns noch den Enddialog an, wie immer. Gut gemacht. Die von ihnen aufgebaute blühende Stadt, um die uns Nubien beneidet, dient anderen ägyptischen Städten als leuchtendes Vorbild. Gut, das war's dann von dieser Folge. Und wir sehen uns im nächsten Video, was auch wieder Pharao wird. Und dann sag ich, geht wählen und ja, bis dann.